Du hast gerade ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem Abitur. Nach diesem Video wirst du ganz genau wissen, wie du entspannt in die Prüfungen gehst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Das Abitur kommt näher und näher und näher und näher, und die Nervosität macht sich extrem breit. Das merke ich nicht nur anhand von YouTube-Kommentaren, auch an meinen Instagram-Nachrichten und teilweise auch an meinen Coaching-Teilnehmern. Und deswegen möchte ich unbedingt dieses Video machen. Das heißt, wenn du gerade das Gefühl hast, bei mir kribbelt oder es ist wirklich richtig schon panisch schlimm, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Erstens, Vorbereitung entspannt. Je besser du vorbereitet bist, desto weniger hast du einen Grund, dir irgendwelche Sorgen zu machen. Ich weiß, dass es einige von euch gibt, bei denen das genau umgekehrt ist, die sich denken, aber je mehr ich vorbereitet habe, desto mehr Angst habe ich, dass ich eine schlechte Note schreibe, weil dann ist ja noch mehr von meiner ganzen Vorbereitung umsonst gewesen. Ich weiß, dass es auch gilt für euch, sind die nächsten vier Tipps, aber für alle anderen, auf die das nicht zutrifft und die nicht so denken, versucht einfach gut vorzubereiten und dann braucht ihr euch keinen Kopf zu machen. Zum einen, weil die Prüfung in der Regel sowieso relativ gut für euch laufen wird, wenn ihr gut vorbereitet seid und dann auch Spaß machen wird. Und zweitens vor allem, weil du dann sagen kannst, ey, ich habe alles probiert, ich brauche jetzt keine Angst mehr haben, ich mache das jetzt einfach und dann schaue ich, was rauskommt. Aber ich weiß für mich selbst in mir, dass ich alles gegeben habe. Zweitens, probiere im Vorfeld Entspannungstechniken aus. Ja, da kannst du auf Google wahrscheinlich einfach nur mal Entspannungstechniken oder sonst was eingeben. Da gibt es Hunderttausende, ja. Das Entscheidende bei Entspannungstechnik ist nicht, welche die richtige ist, sondern welche für dich funktioniert. Meiner Meinung nach zum Beispiel mega geil, das könnt ihr euch gleich merken, solltet ihr irgendwie vor der Prüfung merken, okay, ja, jetzt wird es echt kritisch. Also wirklich ganz bewusst auszuatmen. Nicht nur grundsätzlich dieses normale Atmen, sondern einfach vor allem bewusst auszuatmen. Weil wenn du. Stell dir vor, ja, wenn dich irgendwas erschreckt, wenn du Angst hast, dann machst du, ja, das heißt, du atmest kurz, schnell ein. Und langes Ausatmen ist exakt das Gegenteil, sprich, du gehst über deinen Körper auf deine Emotionen. Das kann super gut funktionieren. Ansonsten natürlich auch Meditation ein super geiles Tool. Aber wie gesagt, versuch einfach, dir einige Sachen anzuschauen und dann teste das im Vorfeld. Sprich, du überlegst dir am besten im Vorhinein, visualisierst dir fast schon die Prüfung, gehst in diese Angst rein, die du vor der Prüfung hast, und dann probierst du einfach ein paar Entspannungstechniken aus. Zum Beispiel, wenn du wirklich, du kannst ja selbst in dir diese Angst triggern und pushen. Und dann probierst du einfach mal das mit dem Ausatmen. Schlägt das bei dir an. Dann probierst du Meditation. Schlägt das bei dir an. Dann probierst du andere Entspannungstechniken, die du gefunden hast. Schlägt das bei dir an. Und das, was bei dir am meisten geholfen hat, da kannst du auch sicher sein, okay, damit bin ich dann auch bewaffnet für den großen Tag. Und dann musst du grundsätzlich schon mal weniger Angst haben. Dann musst du quasi keine Angst mehr vor der Angst haben, weil du weißt, selbst wenn sie kommt, ich habe Dinge, mit denen ich das Ganze quasi besiegen kann. Und das gibt schon mal sehr, sehr viel Ruhe in dir. Drittens, finde deine Kernangst. Das ist eine Sache, die ich mittlerweile mit den Traumabitur-Coaching-Teilnehmern super oft mache, zumindest mit all denen, die irgendwie Probleme haben, mit Blackouts, Nervosität, sich Stress machen und so weiter. Wir suchen die Kernangst heraus. Ja, das ist jetzt für dich alleine vielleicht nicht so leicht machbar. Wenn du da echt ein größeres Problem damit hast, dann komm zu uns ins Coaching. Link dafür ist unter diesem Video. Aber du kannst es auch alleine probieren. Ja, das bedeutet. Im Prinzip überlegst du dir, okay, ich habe Angst, du sagst dir selbst, okay, ich habe Angst vor der Abiturprüfung. Dann stellst du die Frage, warum habe ich denn Angst vor der Abiturprüfung? Sagst du vielleicht, ja, weil ich nicht verkacken will. Und dann stellst du dir die Frage, was wäre dann schlimm daran, wenn ich verkacken würde? Sagst du, ja, weil dann würde ich, dann hätte ich das Gefühl, ich wäre ein Verlierer oder so. Ja, warum wäre das schlimm? Warum ist das so immer? Warum ist das schlimm? Einfach immer tiefer graben, bis du an einen richtig tiefen Kern kommst. Und das kann zum Beispiel wirklich sowas sein wie, ich habe das Gefühl, für Leistung nicht geliebt zu werden. Heute hatte ich mit einer Coaching-Teilnehmerin, kam raus, ich will am Ende meines Lebens einfach nur nicht sagen müssen, dass ich es nicht versucht hätte. Ja, da können positive, negative Dinge rauskommen, was auch immer. Aber sobald du das aufdeckst, verliert diese ganze Angst ihre Power. Wenn du es nicht schaffst und einen Coach brauchst, weil es ist super schwierig, das alleine hinzubekommen, vor allem auch wirklich ehrlich hinzubekommen. Wie gesagt, unser Traumabitur-Coaching steht dir offen. Viertens, spreche mit ehemaligen Abiturienten. Und zwar bitte nicht mit denen, die das so voll ins Lächerliche ziehen und so voll einmachen auf, Abi ist so easy, warte mal, bis du ins Studium kommst, da wird es richtig schlimm. Alter, wenn ich solche Kommentare manchmal unten lese, das grundsätzlich von anderen hören, Alter Leute, was geht denn, Mann? Also haben die ganzen Leute einfach nur Komplexe mit ihrem eigenen Studium? Hä? Ich studiere auch. Ja, das Studium ist mehr als in der Oberstufe. Natürlich, es ist ja auch das nächste Level. Aber ich gehe doch auch nicht als, keine Ahnung, Fünfklässler zu einem Vierklässler und sage, nö,
Wie dumm bist du denn eigentlich? Du kannst ja nicht mal das und das rechnen, was immer man in der vierten im Vergleich zur fünften rechnet. Hä? Du warst auch mal in der vierten. Du warst, hast auch mal Abi geschrieben und da war das Abi auch mal eine große Sache für dich. Und das Abi ist auch eine große Sache für dich. Ja? Deswegen überleg dir, wer nimmt dich da ernst? Ja, das kann einfach Leute sein, die du so vielleicht kennst, vielleicht hast du ein paar ältere Freunde, aber vielleicht auch einfach Geschwister. Wenn du ältere Geschwister hast, vielleicht sogar deine Eltern, ja, bei denen ist es wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, aber sag, wie ich ehrlich bin, ey, die müssen dich auch ernst nehmen. Sag, ey, ganz ehrlich, ich habe echt ein bisschen Nervenflattern wegen am Abitur, kannst du mir einfach erzählen, wie es bei dir war. Und wenn die das dann auch verstehen und die auch wirklich dich wirklich unterstützen wollen, dann kann das super wertvoll sein, weil sie können total empfinden, wie du dich fühlst, können die aber gleichzeitig sagen, dass es eigentlich gar nicht so schlimm war. Und diese, dadurch, dass du so ein Gefühl dafür bekommst, ja, das Gefühl, dass du kannst dich zu irgendjemandem relaten, der da schon durchgegangen ist und der dir sagt, ey, ich hatte auch voll Schiss, aber es geht wirklich klar, das kann dir nochmal so viel Mut geben. Das heißt, wenn du da irgendwelche Chancen dazu hast, dann nutzt das auch. Sollte irgendjemand gerade zuschauen, der sein Abi schon gemacht hat, teilt doch gerne auch eure Erfahrungen in den Kommentaren. Fünftens, lass es einfach passieren. Am Ende des Tages hast du keine Wahl. Diese Abiturprüfung wird auf dich zukommen und sie wird passieren. Ja, ob die gut wird, schlecht wird, weiß niemand. Aber sobald du das erkennst und im Prinzip fast schon dich deinem Schicksal hingibst, verliert auf einmal die ganze Angst ihren ganzen Widerstand. Ja, Angst entsteht oder kann vor allem dadurch leben, dass wir gegen sie ankämpfen. Und wenn du sagst, hey, es wird eh passieren, wenn es kacke läuft, läuft kacke, fuck it, I don't know, ich gebe mein Bestes und dann werden wir was sehen. Auf einmal verliert die ganze Angst diesen ganzen Griff, dieses ganze Fundament, gegen das die ganze Zeit gearbeitet hat, weil du nicht mehr Widerstand leistest im Sinne von, nein, ich will aber diese Prüfung nicht, sondern fuck it, it's gonna happen, I'll do it. Dann hat die Angst keine Kraft mehr. Ja? Deswegen sag dir einfach, okay, mach die vier Schritte, die ich dir davor gesagt habe und dann danach sag einfach, you know what, it's gonna happen. Ich habe keine Ahnung, wie es wird und ich bin einfach bereit, obwohl ich nicht bereit bin. Ich mach's einfach und dann werden wir sehen, wie ich hinten wieder rauskomme. Wenn du dafür eine maximale Unterstützung bekommen willst, dann empfehle ich dir natürlich unser Traumabitur-Coaching-Programm. Das ist das beste Gesamt-Komplett-System, wie du in der Oberstufe und dann vor allem auch fürs Abitur richtig gute Noten schreibst. Und zwar ohne Stress, ohne Druck und vor allem auch ohne Angst. Deswegen, wenn du da dabei sein möchtest, dann trag dich unten unter diesem Video zum kostenlosen Erstgespräch ein. Da wird ein Mitarbeiter von mir dich anrufen, schauen, deine Situation analysieren, schauen, wie wir dir weiterhelfen können, dich dann eventuell zum persönlichen Gespräch mit mir einladen. Und wenn da dann von beiden Seiten alles passt, dann ist es sogar möglich, dass ich dich danach 8 Wochen lang als persönlicher Coach betreue. Deswegen, in dem Sinne, wenn das für dich spannend ist, trag hier unten ein. Ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.